Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tag in Heartspace Shipbreaker. Dann wachen wir mal auf. Sind einen Ticken im Minus gelandet. Und können mal schauen, ob wir genügend Punkte haben für den neuen Scanner. 203, nee, haben wir nicht. Wir brauchen 350. Gut, dann gehen wir die Schicht mit einem neuen Schiff. Hier gibt es nichts mehr zu tun, dass er mir den noch anbietet, ist irritierend. Der hier hätte einen Klasse 1 Reaktor, Energiezelle, Klasse 1 Schubdüse. Der hier hat zwei Quasar Thruster. Das waren die, die wir rausnehmen und dann zu der Schubding rennen müssen. Komm, wir versuchen das mal. 263 LM. Wenn wir den kriegen. Den Level 3er. So. 2-1 Risiko. Okay, wir haben wieder eine lange Antenne. Kommen wir wieder durch die Front rein. Dann holen wir uns erstmal das Cockpit. Haben dann Zugang und sehen dann weiter. Die Form von Cockpit, ups, finde ich am besten. So, du gehst in den Schmelzofen. Deposit accepted. Du musst da aufpassen. Okay, ich bringe erstmal diese Superantenne aus dem Weg. Ist ja schlimm. So, wenn ich euch richtig verstanden habe, sind das hier drei Schnittpunkte, die ich mit einem solchen Schnitt killen kann. Okay. Cool. Cool, 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 cool. Das Suchlicht, glaube ich, war noch richtig was wert. Salvage deposit accepted. Credits transferred. Ist das falsche? Credits deposited. Ui. Computer Terminal. Ach, ist das gemütlich. Alles schön. Ah, das ist zu früh. Ich glaube, ich habe mich gerade selber gestoßen. Wie kriege ich am besten die Tür da raus? Weil ich habe jetzt ja schon ein paar Mal Gemecker bekommen, dass die Tür nicht rausgenommen wurde. Und da fällt mir gerade schon wieder ein. Okay, keine Atmosphäre, passt. Kann ich einfach den hier machen?
und den rausnehmen. Und das landet das im Processor. Object accepted for processing. Credits deposited. Aber das Problem ist ja, wenn ich die Tür einfach aufmache, dann ist sie ja sozusagen fast schon weg. Oh, den Stuhl wollte ich nicht erwischen. Ah, ist okay. Ich wollte die zweite Tür. Das dort. Gut, dann schauen wir uns mal an, was da drin los ist. Oh, ganz viel Elektronik, sehr gut. Das ist Handterminal. Das ist für die Ding. Wo ist dein Schalter? Das ist für außen. Bist du das? Ja. Auch nur ohne zerschneiden rausnehmen. Ah, okay. Super, da ist der Reaktor. Unterm Cockpit. Das ist ja interessant. Dann könnten wir doch jetzt einfach... Oh ja, okay. Wir schauen ganz kurz. Ist hier Sauerstoff? Da. Hier ist das Schubdüsentreibstoff. Kein Sauerstoff, kein Sauerstoff. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Damit es schön warm ist im Reaktor. Gut. Sauerstoff. Warning. Oxygen reserves are critical. So, komm. Den haben wir. Treibstoff kriegen wir innen drin. Bam bam. Okay, das war Punktbremsung. Okay, das wäre dann jetzt der Ansatz, auch wenn es so ein bisschen nervig ist. Jetzt erstmal hier die Cockpit-Schale wegzumachen, dass wir an den Reaktor rankommen. So. Ah, schade, ich habe gehofft, dass ich beide erwische. Ups. Okay. Trotzdem getroffen. Oh, da ist die Energiezelle. Lass mal die Energiezelle in Funkenregen setzen. Das ist eine gute Sache. Das ist auch die andere Technik. Ja, ich wollte es zumindest mal ausprobieren. Ich kann ja nicht sagen, dass ich, weißt du, das aus Prinzip nicht mache. Ich mache es halt nicht gerne. So, da drüben sind noch ganz viele. Ah ja, hier. Versuchen wir es doch mal. Nee, nur einer erwischt. Aber ich sag mal, die Seite ist wichtiger. Aber das ist vorne. Ich glaube nämlich, dass hier zum Ding bereits Abstand ist. Ja, driftet schon auseinander. Zumindest das da drüben driftet raus. Das da drüben habe ich schon abgetrennt. Ja, habe ich schon abgetrennt. Gut, dann trennen wir das hier auch noch weg. Dann machen wir das nackig. Habt ihr Reichweite? Du, solange ich verstehe, was du schreibst, ist das ja kein Problem. Wir sind hier ja schließlich nicht beim Diktat. Bam, bam.
So, jetzt haben wir hier alles rum. Ja, ja, verstehe ich. Gut. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier so gegendrücke? Bewegt sich da irgendwas? Ja, da bewegt sich was. Cool. Dann wird jetzt getethert. Er ist 1700. Aber braucht nicht tethern. Geht auch so. So, dann mache ich jetzt erstmal die Energiezelle, die war auf der anderen Seite. Nicht auf der Seite von der Luftschleuse. Da. Ich kann sagen. Jetzt meckert er auf einmal irgendwas. Ist gesichert. So. Dann packen wir doch ihn leider dahin. Ja, dann lohnt sich wenigstens das Kaufen wieder. 6000, der ist noch nicht gelöst. Okay, komm, dann gehen wir hier. Ah, okay, dann gehen wir jetzt an den Antrieb. Wir sind jetzt bei 4 Minuten, kriegen wir auch fix den Antrieb raus. Was? Kommunikationsmatrix zerstört? Wo ist die Barge? Da ist die Barge. Wow, 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 wow! Warning. Your oxygen reserves are dropping below statistically profitable levels. Okay, 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 okay. Something somewhere terribly wrong. Ich gönne mir jetzt noch den zweiten. Aber das halt am vollkommen falschen Ende vom Schiff ist. Ich habe wieder nur auf die 4 Minuten geschaut und mir gedacht, das passt schon. 4 Minuten würde auch ohne Probleme passen. Aber ich habe halt den Sauerstoff vergessen. Wo ist die Barge? Wie knapp möchten sie... Ja, ja, genau. Exakt das. Komm, wir machen das jetzt über den Tether. Dann schießen wir uns einmal bitte hier lang. Wir machen jetzt Bremse. Bremse, Bremse. Zieh mich ran, zieh mich ran. Drehen, drehen, drehen. Wie knapp möchten sie passieren? Ja. Alter Falter war das knapp, Leute. Alter Falter. 1,4 Mille. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr gut. Dann machen wir jetzt den nächsten Tag. 1,4 Mille. Wir sind halt immer noch 1,2 Milliarden im Minus. Von daher macht das jetzt nichts. Die Poster passen. Wir haben nicht genug für dieses Upgrade, das passt schon. Alter, Falter, war das knapp. Ey, jetzt habe ich aber gerade Puls gehabt. So. Hui. Da ist noch eine Antenne. Ah, ich habe keine Verbinder gekauft. Was aber okay ist.
Warte, warte, warte. Ist da wieder ein Schalter draußen? Warst du schon hinter deinem Quartier? Ich bin gerade einmal außen rum geflogen. Um das Quartier. Aber ich habe da vor lauter Panik nichts gesehen oder bemerkt, für den Fall, dass da noch irgendwas war. Das ist alles Verkleidung. Da übersehe ich jetzt nichts. Hoffe ich. Ansonsten, was ich noch nicht gesagt habe. Anonym. Moin, moin. Das Wandterminal. Ja, warte mal, eigentlich will ich doch erstmal mich um die Antriebe kümmern. Ja, komm, wir kümmern uns erstmal um die Antriebe. Damit der Schaden möglichst groß sind, wenn die explodieren. Treibstoff ist relativ niedrig. Hatten wir hier drin noch Treibstoff? Ich dachte schon. Ah, das Licht. Da eigentlich hier die Türsteuerung. Ah, die ist auf der anderen Seite. Da. So. Bam, bam. Orientierung. Das hat nicht geklappt mit dem Tesla. Genau, das war freischneiden, reinrennen. So, dann nehmen wir dich raus. Den Schritt hatte ich gerade vergessen. So, und da schneller reinrennen. Flup. Sehr gut. Regulator. Geht in den Processor. Es geht alles hier in den Processor. ...2800 Kilogramm. Ich gehe mal in den Feierabend. Oh, sehr schön. Ab 18 Uhr gibt's das DLC. Oh, da habe ich ja Glück gehabt. Ich dachte mir schon, dass ich heute, wenn ich vormittags Anno streame, ganz viel Konkurrenz habe, weil jeder das DLC streamt. Aber wenn das erst ab 18 Uhr gibt, dann ist das ja gar nicht der Fall. Schau mir den Scanner an, dann müsstest du was sehen. Ding. Ja, ich schaue nur mal ganz kurz, ob wir hier noch Treibstoff finden. Warning. Fuel levels are critical. Return to the master jack to purchase supplies. Dann haben wir nur noch keine Verbinder mehr. Der geht an die richtige Stelle rein, sehr gut. Den müssen wir noch lösen. Ziehen wir. Warte mal, ist das? Ja, das ist nur die halbe Ding, gut. Ziehen wir dich erstmal nach oben. Dann hier rüber. Ich hoffe nämlich, wenn ich nach oben ziehe, dass ich die Schwerkraft von der Schmiede vermeide. Und jetzt halt nach unten. Oh, jetzt hängt's da. Okay, ich kann's auch in diesen Prozessor ziehen. Ist ja egal, auf welcher Seite ich's reinschmeiße. Ah, jetzt ist vorbeigekommen. Komm. Es ist immer so, dass man einfach im Fässern schwere los geschnittene auseinanderdrücken kann? Ja, ich glaube schon. So, jetzt nochmal hier scannen. Ah, da hinten ist was.
Ich glaube jetzt Oxygen und Tethers. So, kannst du jetzt mal hier... Das muss ja doch jetzt reichen. Ah, da ist noch wieder so ein Licht. So. Muss jetzt mal in die Gravitation da. Das Ding kann auch da rein. Komm. Dann schneiden wir das hier frei. Kannst du vernachlässigen, ja. Es ist nur so ein ich hasse diese Meldung. Ich habe vorhin schon aus Versehen, diese Null, also die ganz kleinen Lichter abgebaut. So. Liegt gut. So, 160.000 Credits. Dann hätten wir jetzt hier wieder 1, 2, 3, 4 schneiden, das Ding in der Mitte rausnehmen, in die Bart schießen, reinrennen, in Emergency schneiden. Raus damit. Da hinschießen. Und dann mich selbst da fix reinziehen. Nee, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. So. Wow, ich brenne. Ja, ich bin selber ins Feuer geraten. Gut. Dann tethern wir das jetzt noch rüber. Treibstoff, ich vorher sperren. Vielleicht. Mein Problem dabei ist, wenn ich wüsste, wie. Weil ich müsste ja hier dran kommen. Hier ist ja der Treibstoff. Und dazu muss ich an den Dingen ja vorbeikommen. Und ich kann mich ja durch die Außenhülle nicht schneiden. So, wir haben jetzt gemerkt, 160.000 für nur das Ventil. Und paar 30.000 für die Ventile, also für die Treibstoff. Jetzt packe ich das mal als gemeinschaftliches Ding rein. Dann sagt er 34.000 für den Treibstofftank. 160.000 für den... Ah, nee, okay, er macht auch den Gesamtding. Okay, sieht gut aus. Das sieht doch schon hier ganz annehmbar aus. Das ist der Sensormast, den können wir jetzt auch rausnehmen. Und bam, 12.000 gerade mal. So, und jetzt möchte ich am liebsten hier so eine große Lücke rein. Antennensockel geht in den Prozessor. Das geht alles in den Schmelzofen. Five minutes left. Okay, das ist Verkleidung. Ist halt alles noch verbunden. Innen müssten die Verbindungen sein. Jetzt hier halt keine Dinger mehr. Da sehe ich noch welche. Ja. Sehr gut. Ja, da fix rein. Da.
Und auf der Seite ist nichts. Immer noch 11.000, immer noch 11.000. Hat nicht geklappt, hat nicht ausgereicht. Ich gehe nochmal nach außen und nehme die anderen Verbindungsdinge. Ach, die sehe ich von außen nicht. Mist. Okay, wir haben O2 wieder niedrig. Ja, wir müssen nochmal in den Tag reingehen. Um die 3 mitzunehmen. Da brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr knapp werden lassen, weil wir brauchen so oder so einen Tag. Gut. Bonk. Ja, machen den Schicht durch. 1,7 Mille. Rang 6. Komm, den machen wir noch fix fertig. Aufwachen. Jetzt haben wir den Atlas Nomad. 3 Quasar Thrusters. Cross. Okay. E für weiter. Gefahrenstufe 5. Druckaufbau. Einige Schiffe, die du treffen könntest, haben möglicherweise unter Druck stehen und Druckzonen haben. In diese Räume inkorrekt einzudringen, hat eine explosive Dekompression verursachen. Ja, okay. Jetzt aber bitte kein Training. Dann haben wir den Javelin-Tanker. Erhöhte Feuergefahr. Und schnell die Schicht beginnen. Dann machen wir nämlich noch fix den fertig. Statt dem Training. Training machen wir in der nächsten Folge. Flip. Kann man die Verkleidung kriegen und sogar bewegt. Die Verkleidung kriegen wir ja sogar weg. Ja, komm. Wir müssen nur richtig rum. Ja, so passt das. So können wir es wegziehen. Und tessern will ich da rein. Dann haben wir hier noch ein Ding, was im Processor gehört. Und da ist immer noch die Frage, wie ich hier reinkomme. Object accepted for processing. Credits deposited. Ja, warte mal. Nehmen wir doch einfach die Lücke. Die ist doch groß genug, oder? Schmelzofen. Die Matratze kommt in den Schmelzofen. Aber die Koje nicht. Salvage deposit accepted. Credits transferred. Ein Poster. Halten die abnehmende Sachen aus dem Schiff noch zusammen. Ah, okay. Ja, das hatten wir mit diesen Eckteil-Cockpit-Dingern. So, das ist ein Poster. Ein Poster, das 12 Kilo wiegt. Das ist meine Hausnummer. Da ist noch eine Türkonsole.
Da ist noch eine. Salvage secured. Credits deposited. Also, einer Heavy Metal Band. Deswegen das Gewicht. I see. Macht Sinn. So. Das Handterminal. Jetzt habe ich wieder das Problem mit der Tür. An Bossi, servus. Das hebt aber nicht mit Tesa. Funktioniert Tesa eigentlich im Weltall? Ich weiß warum. Oder ich weiß, dass Tesa im All verwendet wird, um Kupfergelenke flexibel zu halten. Assi an. Da haben wir wieder Eckdinger und dieses Mal halten sie nicht. Da sind zwei Lampen dran, die interessieren mich jetzt aber nicht. Tesa-Film, ja genau. Falsche Richtung. Hui. So, warum sollte es nicht funktionieren? Ja, weil so Späße wie das reagiert mit Sauerstoff. Und im All ohne Sauerstoff reagiert das ja nicht mehr. Oder sobald die Sonne drauf scheint, schmilzt es. Weil die Sonnenseite ja so 250 Grad warm ist und die Schattenseite halt nicht. Okay, das heißt doch jetzt aber, dass alles, was jetzt noch drin ist, Bonus ist. Wir haben die drei. Ich lasse das jetzt in den Prozessor oder in den Schmelzofen. Hier ist noch ein Luftfilter, was? Das ist ein Luftfilter. Ah. Okay, komm, den Luftfilter nehmen wir noch mit. Passt. Und dann tethern wir das alles in den Schmelzofen. Keine Verbinder verfügbar. Hui. 18 Meter. Autsch. 18 Meter pro Sekunde war zu viel. Lass uns noch wieder reinziehen. Sehr gut. Und die Wohneinheit. So, ich werde draußen, wird das nicht verwendet. Ja, das ist, was ich meine mit dem. Funktioniert's im All? Du wirst ja alle Knochen zerquetschen, ja. Ich habe auch vorher ein bisschen gebremst. So, liebe Leute von YouTube. Danke fürs Reinschauen. Würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Wenn ihr Tipps habt, gerne auch. Bis dann. Tschüss.